Ein kurzes Live kann ich mir nicht verkneifen. Heute ist ja ein hoher Feiertag hier bei uns. Den Grund, 7 Jahre sage ich nur. Und ich kriege im Moment viele Anrufe. Ich habe viele Nummern hier im Display stehen, weil ich nicht alle annehmen kann, von Leuten, die einfach Informationen haben wollen über Demonstrationen. Und eben hat mich auch jemand Selbstständiges angerufen, eine nette Dame, mit der habe ich dann etwas länger telefoniert, die auch nach Berlin kommen wollen. Also von allen möglichen Berufsrichtungen wollen Leute nach Berlin kommen. Sie wollte Informationen haben, wie das da läuft und so weiter. Die konnte ich nicht geben, weil ich nicht derjenige bin, der es anmeldet. Aber wir haben echt lange gesprochen, relativ lange, dafür, dass ich gerade wenig Zeit habe. Und irgendwie kommen wir alle auf den Nenner, dass die fleißigen Leute gerade alle dabei sind, das Land zu verlassen, beziehungsweise sich überlegen, wie sie das Land verlassen können, wenn das so weiterläuft, wie es gerade läuft. Ich weiß noch früher, ich habe immer viel gearbeitet nebenher, ich habe an der Tankstelle kassiert, ich habe auf der Baustelle gearbeitet, ich habe hier zu Hause gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht, Zuckerrüben verladen, dies, das und jenes, ich habe mein Leben lang nur gearbeitet, konnte mir dadurch aber auch mal das ein oder andere Motorrad kaufen oder auch mal einen schönen Oldtimer. Das war so meine Leidenschaft früher, Oldtimer kaufen, fit machen, wieder verkaufen und dann war es auch schon mal so, dass ich 2, 3 Oldtimer parallel hatte und ein schönes Moped. Und da gab es wirklich Leute, die gefragt haben, Markus, wie machst du das? Und da habe ich immer gesagt, ja, wenn du in Urlaub fährst, arbeite ich. Im Sommer sowieso hier bei uns zu Hause. Und da habe ich mit Sicherheit, ich will ja nicht kritisieren oder irgendwas, aber natürlich arbeitest du zu Hause hauptsächlich umsonst. Ne? Wenn du mal was brauchst, wird es natürlich bezahlt, aber grundsätzlich, und das kennen viele, aus ihrer Jugend wird hier eher umsonst gearbeitet. Ja. Und genau die Situation haben wir jetzt auch. Wir sind diejenigen, die hier arbeiten, die Steuern bezahlen, der ganze Mittelstand hält hier den Laden am Laufen. Viele große Konzerne bezahlen lieber ihre Steuern in Ländern, wo eben der Steuersatz niedrig ist. Das heißt, das Sozialsystem wird ja auch von uns getragen. Und wir werden hier gerade ausgewrungen vom Staat. Jeder Cent soll irgendwo als Steuern abgeführt werden, der bei uns noch irgendwo übrig bleiben würde. Und das wollen wir alle nicht mehr mitmachen. Und der Film oder die Serie Die Auswanderer wird, glaube ich, demnächst ganz viele Darsteller haben, weil wirklich viele die Koffer gepackt haben. Also mit der Person, mit der ich eben gesprochen habe, die hat Kontakte in die USA. Die haben sich schon alles Mögliche da angeschaut und sind echt am Überlegen, ihren Laden hier zuzumachen, weil sie das Spiel hier nicht mehr mitmachen. Und die Gefahr ist da. Die ist wirklich mehr als da. Und wenn man meint, man muss hier die Steuergelder für Ideologien verpulvern, das, was wir hart erarbeiten, der ganze Mittelstand hier, und meint, man muss immer höhere Ansprüche stellen in den Forderungen, die an uns gestellt werden, aber kein Geld für Zukunftsversionen hier ausgeben. Unsere Schulen sind marode, unsere Straßen sind marode, das ganze System hier ist echt marode, da muss Geld reingesteckt werden. Aber das Geld wird lieber für Ideologien verwendet, auch im Ausland, wo Ideologien dann gepusht werden mit Millionenbeträgen. Anthony hat gestern ein Video dazu gemacht. Wer denkt, dass das hier so weiterläuft, sorry, der dreht sich gerade selber den Hahn ab, weil die Unternehmen, die hier verschwinden, und das sind alles fleißige Leute, die werden nicht mehr wiederkommen. Ich weiß, wie es in den USA läuft. Mit Fleiß kannst du da viel erreichen. American Dream, sage ich nur, den kann man da immer noch erreichen, wenn man das möchte, wenn man fleißig genug ist, wenn man eine gute Idee hat. Ich habe auch eine ganze Menge Verwandtschaft in Amerika. Es sind 4 Brüder ausgewandert, damals von den Wipperfürs aus Fliestädten, 1800 irgendwas, da gibt es ein Ahnenbuch drüber. Und die waren erfolgreich. Die führen ein richtig gutes Leben in einem Staat, der hinter denen steht, der vor denen steht. Und überall gibt es was zu kritisieren. Aber man muss immer noch eine Vision haben und an was glauben können. Und das ist hier gerade wirklich schwierig. Egal mit wem ich rede, jeder, der hier eine Firma hat, überlegt, hier die Zelte abzubauen und sein Geld ins Ausland zu bringen, da zu investieren. Wenn ihr so weitermacht, garantiere ich euch, wird das hier noch ganz übel enden. Dieses ganze Sozialsystem, und das sei auch an die mal gerichtet, die das Sozialsystem hier ausnutzen. Ich spreche speziell von denen, die ausnutzen, nicht die, die wirklich krank sind. Für die stehen wir jederzeit bereit. Überlegt mal, wie lange ihr das noch machen könnt, wenn wir weg sind. Wer soll das bezahlen? Wer soll die ganzen ideologischen Ideen noch finanzieren, die hier gerade verprasst werden, das ganze Geld, was hier verprasst wird? Das wird nicht mehr lange gut gehen und ich habe wirklich noch nie mit so vielen unterschiedlichen Unternehmern gesprochen, die mich auch kontaktieren, die Informationen haben wollen, die einfach die Schnauze voll haben, um es so auszudrücken. Die haben alle die Koffer gepackt und die haben es vorbereitet. Ich hoffe, dass wir hier die Kurve kriegen. Ich liebe Deutschland, ich liebe mein Land, ich liebe hier die Betriebe, ich möchte hier nicht weg. Aber wenn uns keine Perspektive mehr geboten wird, dann wird das die letzte Konsequenz bleiben. Und das ist auch bei uns Gesprächsthema. Nicht nur bei uns, bei vielen anderen auch. In dem Sinne,
Ich hoffe, dass am 8.1. wirklich viele dabei sind. Ich habe eben noch mit Polizisten gesprochen. Die sind auch froh, dass sich was tut. Privat gesprochen dann sozusagen. Und stehen viele dahinter. Viele stehen dahinter, sind froh, dass es endlich was passiert. In dem Sinne, ich muss jetzt mal voran machen. Wie gesagt, es gibt auch noch was ganz Wichtiges im Leben, was man nie verachten soll. Und dafür machen wir das alle. Ich mache das nicht mehr für mich hier, den ganzen Kram, sondern für die Leute, für die Generation, die man hier gerade im Hintergrund hört, für die mache ich das. Die sollen auch ein gutes Leben führen und Perspektiven haben und Sachen, an die sie glauben und nicht irgendwelche Ideologien. Die haben wir schon in Deutschland hier gehabt. Das ist alles im Bach runtergegangen. Immer wenn eine Ideologie regiert, geht es in den Bach runter. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao.